Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Life is Strange, meine Damen und Herren. Und wir sitzen hier gerade echt in der Klemme, denn Chloe steckt in den Bahngleisen fest. Hol mich hier raus, hol mich hier raus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin nervös. Max, you can't just yank Chloe out like a superhero. Move. Beweg dich, ja, beweg dich. Okay. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ich muss irgendwas holen. I don't want to go that way. Okay, ich will nicht da lang. Da war falsch. Scheiße, scheiße. Schnell, schnell, schnell. Ich bin überfordert. Die Situation überfordert mich. Verteilerkasten, Verteilerkasten, Verteilerkasten. Öffnen. Awesome. It's not locked. The train's coming. Der Zug kommt. Schnell. Ansehen. I better find a tool to cut those wires. Ziehen. Nein, wo ist der Zug? Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Max, Alter. Was geht hier ab, Freunde? Wir müssen noch ganz zurück. Noch weiter. Am besten, soweit es geht. So reicht. Okay. Und jetzt müssen wir irgendwie schnell was finden. Railroads. Ach, hier, schnell. Ich kann noch rennen. Ich kann noch rennen. Ich kann noch rennen. Hier muss doch irgendwo was sein. Hier muss irgendwo was sein. Scheiße, Leute. Shit, I can't budget at all. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Eine Brechstange. Ja, eine Brechstange hilft. Eine Brechstange hilft. Schnell runter, 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 runter. Wo komme ich hier runter? Ach, verdammt. Max! Ja, ja, ich mache ja schon. Ich mache ja schon, ich mache ja schon. Kann ich nichts benutzen. Ziehen. Brechstange, Brechstange. Oh, Scherz, oder? Kommt, oder? Ja, wir müssen zurückspulen. Oh Mann, was ein Scheiß, Freunde. Ich bin so aufgeregt. Scheiße, ich spule immer wieder zurück hier. Schnell, schnell, schnell. Lauf, lauf, lauf. Also wir haben eine Brechstange. Damit können wir die Tür öffnen. Damit können wir die Tür öffnen. Nein! Falschen Knopf gedrückt! Brechstange, Brechstange, schnell! Score! Ja, 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 ja! Schnell, schnell, schnell! Hier muss irgendwas sein, hier muss irgendwas sein. Der Zug kommt. Der Zug kommt. Nein, ich will sie nicht überfahren lassen. Wir müssen zurückspulen. Aber jetzt wissen wir wenigstens das. Nein, weiter kann ich nicht zurückspulen, oder was? Hier muss doch irgendwas drin sein. Nehmen. Wir haben eine Zange. Wir haben eine Zange. Damit können wir auf jeden Fall jetzt die Kabel durchtrennen, glaube ich. Ich komme, ich komme, ich komme. In and out. No problem. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Oh mein Gott, das ist so spannend, Freunde. Das ist so spannend. Ich komme, ich komme. Schnell. But which wire to cut? Roter Draht. Now that's the right cable. Oh mein Gott, das war auch noch der richtige. Yes. Ja. Okay. Alter Schwede! You okay? You saved me again! Crazy! Now we're totally bonded for life! Damn! That was close! Das war wirklich Aren't knapp. You glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. Oh, wie süß. Die sind so süß, oder die beiden? Thanks for the ride, Chloe. Right on time for my art lesson. Thanks for coming with me. Sorry to be so boring. Nothing exciting ever happens to us, right?
Listen, your rewind power has to be connected to that snow yesterday. That might explain your tornado vision. Was erklären? Explain what? Snow equals a ginormous twister that takes out Arcadia Bay? You're high. Wake up, Max. You saved my life twice now. You altered the course of my destiny, yours, and whoever. Do you know about chaos theory? Was weißt du? What do you know about chaos theory, Miss I Hate Math? 5 years ago, asswipe. Some people change. And your situation is the perfect storm for quantum physics. Why me? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors? Don't they teach you kids anything at Blackwell? We have a tornado, rewind power, and freak snow. Hello, Armageddon. So let's party with your power, Rockstar! Like he said, Professor Price, a superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. Ist so, weil sie wieder zusammen sind. Das ist echt schön. Und das freut mich wirklich sehr für Max, dass es mit Chloe so gut läuft. Und das, ja, das finde ich wirklich sehr schön. Das gefällt mir auch sehr, 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 sehr gut. Enter the Vortex Club, October. Steht da doch, oder? Ich weiß gar nicht. I have a little time for Mr. Jefferson's class, so I can do some wandering. Kann ich etwas spazieren gehen? Das ist ja sehr schön. Dann können wir uns mal wieder ein bisschen hier umgucken, was hier noch so gibt. Mal wieder ein paar Schilder lesen, die wir wahrscheinlich schon gelesen haben. Carrying a gun to class is cool, though. Eine Waffe mit zum Unterricht? Verhaltensregeln für die Flure der Blackwell Akademie. Kein Rennen, kein Schreien, kein Schubsen, kein Graffiti, kein Atmen, kein Blinzeln, keine Bewegung. Ach, guck mal hier, Mr. Director. Sir? Oh, hello, Max. I hope this isn't about the alleged gun incident. Mit Nathan gesprochen? Wir fragen einfach kackendreist. Nathan did have a gun. Have you talked to him yet? Yes, he's deeply upset about this accusation. I don't blame him. Once I have all the facts, we'll talk. For the moment, focus on your schoolwork. I can't focus when I'm scared. Please don't say that. There's nothing to be scared of at Blackwell Academy. Our head of security is overseeing a new era of campus safety. Überwachung. Mr. Madsen already treats everybody here like they're under surveillance. Wait, wait. Do you see a pattern here, Max? Probably not the same one you see. It's very easy for you to instantly accuse people of doing terrible things. Nathan, Mr. Madsen, who's next? Now, if you'll excuse me, I have a meeting. Die Frage ist, wann glaubst du uns das mal, du Trottel? Denn wenn du mal ein bisschen überlegen würdest, dann wird dir jetzt auch auffallen, dass wir recht haben. Und ich meine, das kommt vielleicht schon ein bisschen komisch rüber, aber guck mal, immer diese sturen Leute, die einfach durch die Flure rennen. Ach, ey, der schon wieder. Hello, Zach. Sup, Max? It's weird to not see you without your camera. I'm always taking pictures with my eyes. I bet. As long as you don't talk to everybody about all that shit with the sext in Victoria. Es ist vorbei, auf keinen Fall. I won't. That's what Victoria wanted. Yeah. I noticed she kind of set up her own drama, even if it fucks her over. Weird. She doesn't have to, though. That's what I don't get at all. When she's hot, rich, talented, what more does she need? Anyway, see you at the game Friday, Max. Also, ich find's eigentlich ganz schön, dass wir uns jetzt mal kurz mit den ganzen Leuten hier noch so unterhalten können, die hier noch so rumstehen und die es hier noch so gibt, weil vielleicht kriegen wir da noch die ein oder andere Zusatzinformation, die wir natürlich gerne mitnehmen. Hello, climate change. Nee, ihr kleinen Handy-Junkies. Was, warum ging hier gerade die Tür auf, gruseligerweise? Was war das? Das weiß auch keiner so genau. Na, kann ich mit dir reden? Nein. Was machst du denn hier? Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. Ja, vielleicht kümmert's mich. I'm not anti-soiree. You seem anti-fashion, though. A Vortex Club party has a strict dress code.
Do you even have a dress? Sorry, but nice try. Boah, was eine Kuh, oder? Der werden wir es jetzt zeigen. Hey, Courtney. Ciao. Really? Oh, like you. Kleiderordnung? I'm sure the Vortex Club has a dress code. As you can see, I would need your advice on what to wear. Thanks, Max. I didn't think you noticed high fashion. Tell you what, I'll put you down on the guest list, and before the party, I can give you some tips. Cool. Thanks, Courtney. I'll send you the party info later. Back to the list. Diese Tat wird wieder Konsequenzen haben. Und jetzt frage ich mich, ob das Spiel uns so ein bisschen austesten will, ob wir uns so ein bisschen anpassen. Wisst ihr, was ich meine? Weil hätten wir jetzt Nein gesagt, dann, also interessiert uns nicht, dann wären wir uns eigentlich treu geblieben, weil eigentlich interessiert uns der Vortex Club ja nicht so wirklich. Aber andererseits würde ich das schon gerne mitnehmen und wenn wir dahin können, auch irgendwie mal dahin kommen. Denn da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen was über Rachel Amber erfahren und das interessiert mich deshalb schon. Deswegen machen wir das jetzt auch. Den können wir uns noch ansehen. Trevor surveys his domain. Trevor schaut sein Reich, alles klar. Oh, David, ey, boah, ich weiß nicht, bei dem bin ich mir auch noch nicht so sicher, ey, ob ich den mag oder nicht. Excuse me, Mr. Madsen? Do you mind if we talk about what happened yesterday with Chloe? Sie haben Chloe geschlagen. Hat you er hit auch. Chloe. I'm sure she told you why. Did she mention she probably stole one of my guns? You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh. Was ist mit Kate? What about Kate? You stepped between us at a pretty bad time. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Max, this isn't just about Kate Marsh. My concern is for the safety of all Blackwell students, including you. That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Also ganz ehrlich, Leute. So langsam zweifle ich hier an allem und an jedem. Denn wenn er so redet, dann kommt er mir irgendwie gar nicht so böse vor, wie ich ihn vielleicht erst eingeschätzt habe. Es kommt mir so ein bisschen so vor, als ob die anderen irgendwie so ein bisschen Dreck am Stecken haben. Ich weiß nicht, auch nicht mit Kate, ne? Ist auch alles ein bisschen komisch, ne? Erst, also ich muss das mal kurz analysieren. Ganz kurz, Leute. Mit Kate ist es ja auch so, die ist ja ziemlich eingeschlossen, ne? Und für sich immer so, ne? In sich gekehrt und schüchtern. Und dann hört man von diesem Video, von dieser Party. Und wir wissen nicht, ob ihr was ins Glas geschmissen worden ist. Das ist alles irgendwie so komisch und... Er sorgt sich um alle Schüler und irgendwie glaube ich ihm das. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht und das werden wir auf jeden Fall noch rauskriegen. Und da bin ich mal echt sehr, sehr gespannt, wer hier Scheiße labert. So, Warren ballert uns wieder voll. Hallo, meine Hübsche. Ich bin im Sci-Fi-Labor. Jetzt, ich bin nicht Schrödingers Katze. Bis gleich. I still have time. I could go see Warren playing Mad Scientist in the lab. Ja, das ist doch schön. Das machen wir doch mal. Vorher gucken wir uns den Luke nochmal an. Luke is always using the phone as a shield to avoid people. Ach, um Leute abzuwehren. That reminds me, I have to score some weed from Nathan. Juliet is laying the smackdown on Zachary. Naja, wenigstens sind sie wieder zusammen. I'm trying, but you have to understand my position. Why? You don't understand mine. Nobody does. Nobody. Moment mal. Das habe ich nicht so ganz mitbekommen. Halt, stopp! Das war zu viel! It's all over, like me. Knock off this martyr crap. What do you want from me? I want you to be honest. Nobody believes me anyway. Stop acting so brittle.
being on a viral video does that. Maybe this is your way of getting attention. That's really mean, Mr. Jefferson. You just don't get it. Just leave me alone. You have to talk to me, Kate. Why? It's all over, like me. Knock off this martyr crap. What do you want from me? I want you to be honest. Nobody believes me anyway. Stop acting so brittle. Being on a viral video does that. Maybe this is your way of getting attention. That's really mean, Mr. Jefferson. You just don't get it. Die sind da voll am Diskutieren, das hat sich jetzt nochmal wiederholt, wahrscheinlich weil ich zurückgespult habe. Why? It's all over, like me. Knock off this martyr crap. What do you want from me? I want you to be honest. Nobody believes me anyway. Stop acting so brittle. Being on a viral video does that. Ich weiß nicht, die wiederholen sich gerade. Can you come over here? Oh, I see. I'm not important to you anymore. Nobody cares about me. Nobody. Just between you and me? I'm worried about Kate Marsh. That's no secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. David Madsen? I stepped in between David Madsen barking all up in Kate's face about something. She doesn't deserve that. Of course not. Mr. Madsen isn't the most gentle soul. Do you have proof he instigated the situation? My word isn't good enough? The one time I choose not to take a picture. Always take the shot. My number one rule of photography. And Max, I promise this matter is being discussed by the faculty. I assume you know about this viral video? Jeder weiß davon, Kate hatte Panik. Aber habt ihr gesehen, unsere Tat hatte jetzt tatsächlich die Konsequenz, dass wir kein Foto als Beweis zeigen konnten, weil wir damals kein Foto gemacht haben, sondern dazwischen gegangen sind. Und das war auch gut so. Dann können wir lieber damit leben. Jeder weiß davon, Kate hat Panik. Everybody knows. That's why I wanted to see you. Kate is being humiliated daily. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Ja, wir haben mit ihr gesprochen. Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. I miss Rachel too. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. It did happen. Nathan Prescott had a gun in the girls' bathroom yesterday. This is a serious accusation, Max. So you don't believe me? I would never make something like this up. I'd like to believe that, Max. It just seems like there's a lot of drama around you this week. Listen, should I... Excuse me, Max. Hello? Yes? Hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Yes. Mm-hmm. Uh-huh. Sure, okay. Vielleicht hören wir ja noch irgendwas Interessantes. Listen, I do have a class I have to teach. I have to go. Mm-hmm. Okay, I'll do that. Oh, I know. That makes sense. Es scheint aber nicht wirklich irgendwas zu verraten, wer da dran ist. Deswegen würde ich sagen, wir gehen schon mal in die Klasse, liebe Freunde. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ja, haben wir nicht so viel erreicht, aber immerhin haben wir Chloe gerettet, ne? Das war ja das Highlight der Folge, muss man ja wirklich sagen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, demnächst können wir mal wieder mit Facecam machen. Es tut mir wirklich leid. Aber wenn ich nach der Arbeit wirklich nach Hause komme, dann habe ich nicht mehr große Lust, mich noch groß fertig zu machen. Und ich möchte auch nicht wie Nachbars Lumpi vor der Kamera sitzen, liebe Freunde. Ihr habt bestimmt Verständnis dafür. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ihr gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und ich sage, bis demnächst. Haut rein!